Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Nachrichten der Moderne. Ist der Weg aus der Rückständigkeit gefunden? Daniel Lerners kürzlich veröffentlichtes Werk The Passing of Traditional Society, Modernizing the Middle East liefert bahnbrechende Erkenntnisse darüber, wie traditionelle Gesellschaften den Anschluss an die Moderne finden können. Wir begeben uns auf eine analytische Reise durch die Fallstudien seiner Vergangenheit, welche uns Aufschluss darüber geben sollen, wie die Fesseln der Tradition gelöst werden können. In einer Reihe von Außenbeiträgen und im Gespräch mit einem Experten des Daniel Lerner Instituts für Modernisierung in Wien werden wir in unserer heutigen Sendung den Schlüssel zur Moderne finden. Sie werden erstaunt sein, liebe Zuschauer, dass auch wir, die Medien, eine große Rolle in diesem Fortschrittsprozess spielen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Der Mittlere Osten, traditionell, engstirnig, rückständig. In diesen Gesellschaften herrscht strenge Gehorsam und Loyalität. Selten verlassen die Menschen ihr bekanntes Umfeld. Sie leben in Familienbanden und Clanstrukturen, die untereinander wenig Austausch haben. Der Staat spielt in diesen Gemeinschaften kaum eine Rolle. Die Individuen haben einen beschränkten Horizont. Ihre Lebensweise ist hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt. Fortschrittliche Arbeit in der Industrie, wie zum Beispiel in Fabriken, ist wenig verbreitet. Es ist kein Wunder, dass die Menschen hier unglücklich sind. Immer lauter wird der Ruf nach Veränderung traditioneller Lebensweisen hin zu einem modernen Leben. Generell ist es ja so, das wissen Sie ja selbst, dass es dieselben Spannungen in jeder Gesellschaft gibt. Das Dorf gegenüber der Stadt, Land gegenüber Kapital, Analphabetismus gegenüber Aufgeklärtheit oder Lethargie gegen Ambition. Das gibt es ja überall. Außerdem ist Modernisierung ja ein vereinendes Prinzip, auch in der Betrachtung des vielgestaltigen Mittleren Osten. Das hat überhaupt nichts mit Ethnozentrismus zu tun, denn gewisse Sequenzen der Modernisierung sind ja global. Der Westen muss hier als Impulsgeber und als Vorbild fungieren, um eine Modernisierung voranzutreiben. Wie genau können die Errungenschaften des Westens nun auch in traditionellen Gesellschaften Fuß fassen? Was hat unsere Zivilisation hervorgebracht, woran es ihnen noch mangelt? Und welche Prozesse durchschreiten diese Länder auf ihrem Weg zu einem erfüllteren Leben? Unser eben gehörter Experte Gottfried Westfeld hat hierauf eine Antwort. In Anlehnung an Lerners Erkenntnisse bereitet er die zentralen Einflussfaktoren auf die Transformation der Gesellschaften des Mittleren Ostens auf. Der westliche Mensch, ein mobiler Mensch. Neue technische Möglichkeiten, verbesserte Infrastruktur und Arbeit, die außerhalb des gewohnten Umfelds zu finden war, machten es notwendig, dass der westliche Mann sein Umfeld verließ und sich in neuen sozialen Umgebungen zurechtfinden musste. Diesen Menschen finden wir noch nicht vor. Hier bleiben die Menschen in ihren Dörfern. Hier reist man nicht. Aber ist allein das Reisen der Schlüssel zur Moderne? Naja, wissen Sie, bloße Technik und Veränderung des physikalischen Ortes, das macht noch lange keinen modernen Menschen aus. Neben dieser physikalischen Mobilität ist nämlich vor allem geistige Mobilität wichtig. Hier führt mein geschätzter Kollege, Herr Lerner, den Begriff Empathie ein. Um es jetzt mal ganz simpel zu sagen, Empathie ist einfach die Fähigkeit, sich selbst in den Schuhen eines anderen sehen zu können. Wenn man das jetzt genauer ausführen will, behandelt dieser Begriff aber zwei Elemente. Erstens einmal die Projektion. Wissen Sie, darunter versteht man nämlich die Fähigkeit, eigene positive Attribute im anderen sehen zu können und so auch Verbundenheit mit dem vielleicht Fremden zu haben. Und zweitens die Introjektion. Die beschreibt wiederum die Zuschreibung von positiven oder wünschenswerten Attributen anderer auf sich selbst. Und genau das ist die wichtigste Aussage hier, denn diese Fähigkeit der Empathie ist nur in modernen Gesellschaften anzutreffen. Die neue Mobilität führte die Menschen in die Städte. Nur dort konnten die Fähigkeiten, welche für die moderne Industrie notwendig waren, entwickelt werden. Zunächst waren dort nur wenige gebildet. Aber um den vielfältigen Anforderungen der modernen Wirtschaft gerecht zu werden, war höhere Bildung eine zwingend notwendige Voraussetzung. Diese Entwicklung des urbanen,
und gebildeten mobilen Menschen wurde in der Folge weiter verstärkt. Dafür waren die Massenmedien verantwortlich. Sie ermöglichten, am Leben anderer teilzuhaben und ferne Orte ganz nah erscheinen zu lassen. Man sieht also, dass unser Modell der Modernisierung einer historischen Logik folgt. Jede Phase, also die Urbanisierung, Alphabetisierung und die Herausbildung von Massenmedien, wie sie in allen modernen Gesellschaften passierten, führen stets automatisch zur nächsten Phase. So, jetzt haben wir also durch die Massenmedien eine Multiplikation von psychischer Mobilität. Es werden uns einfach und verständlich viele uns vorher unbekannte Situationen präsentiert. Dies führt, vereinfacht gesagt, dazu, dass wir uns in eine Vielzahl von Situationen hineinversetzen können. Diese Fähigkeit, dies ist ja durchaus interessant, verkompliziert ja eigentlich das Handeln, da wir eine Vielzahl von uns bekannten Mustern mit einbeziehen müssen, wenn wir Entscheidungen treffen. Andererseits macht es uns sicherer, da uns vieles nicht mehr unbekannt vorkommt und dies führt zu verstärkter Teilhabe am wirtschaftlichen Leben. Haben wir auch einmal viele Meinungen zu uns, so dachten wir zumindest vorher, nicht direkt betreffenden Themen, so wollen wir natürlich auch, dass die Politik diese wahrnimmt. Und diese politische Teilhabe schlussendlich ist die letzte Phase auf dem Weg zu einer positivistischen, rationalen und teilnehmenden modernen Gesellschaft. Wie Sie gesehen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt also auch unserem Nachrichtenformat als Teil der Medienlandschaft ein zentraler Stellenwert in der Herausbildung der modernen Gesellschaft zu. Dennoch, so unsere Einschätzung, bleibt zu prüfen, ob der von Lerner skizzierte Modernisierungsprozess für alle Gesellschaften gleichermaßen Gültigkeit besitzen kann. Denn so unterschiedlich sich die Mentalitäten der Länder des Mittleren Ostens gestalten, so verschieden dürften auch ihre Ausgangspositionen für einen zielgerichteten Fortschritt sein. Werden die von Lerner beschriebenen Phasen auch im Libanon, Syrien und Ägypten zu vermehrter politischer Teilhabe und wirtschaftlichem Fortschritt führen? Mit diesen Gedanken, liebe Zuschauer, entlasse ich Sie in den Vormittag und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.